Ja, da bin ich jetzt wieder. Der Basti hat sich aufgedrängt, der wollte gerne mit in die Aufnahme rein. Boah ja, das hört ihr bestimmt jetzt gerade voll an meiner Stimme, dass ich richtig Bock habe. Das klingt jetzt fast so, als würde ich dich zwingen. Stimmt gar nicht. Ach nee, jetzt bin ich auf Spielen gegangen. Mist, zurück, zurück, zurück. Einmal also ich habe meine Sachen schon vorbereitet. Du hast dein Deck schon vorbereitet? Ja, ich habe meine Sachen schon vorbereitet. Ich habe, glaube ich, vor anderthalb oder zwei Monaten habe ich mich mal mit den Decks auseinandergesetzt. Also meine Decks sind auch mehr so, ja, die Karte ist hübsch, ja, die klingt ganz gut, nehmen wir mal mit rein. Ja, da fehlt noch was, nehmen wir die mal zweimal. So richtig Anduin professionell ist das auch. Hi. Anduin. Na, Anduin, wie geht's? Das Licht wird den Sieg bringen. Schon startet? Möge das Licht ja, bei euch dir verbrennen. Nicht. Ach so. Ach du. Ist ja schön, dass du auch Anduin bist. Oh, das hasse ich ja, ne? Ja, ich kenne das. Aber jetzt können wir mal sehen, wer das bessere Deck sich zusammengestellt hat. Naja, es hängt ja trotzdem immer noch also viel vom Glück ab, ne? Ja, aber man kann ja schon durch die richtigen Decks kannst du ja öfter Glück haben, sag ich mal. Ja, das stimmt allerdings. Fange an. Übrigens, ich entschuldige mich bei meinen Leuten, die bei mir gucken, weil ich ab und zu mal husten muss. Ich werde aber für dich, für deine Leute, die sind ja hohe Qualität gewohnt, werde ich mich da muten. Nein, musst du nicht, kannst recht lassen. Nee, ich huste doch nicht, Jens. Alles geht immer gar nicht. Ich huste auch immer und rülpse und pupse und alles. Man, ich muss hier mal nachdenken. Lass mich mal lesen, bitte. Okay. Ich kann die Karten immer noch nicht auswendig. So manche, das ist, also, das ist dann schon so da, aber... Ja. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht, als ob du oben ein Klavier spielen würdest auf vier Tasten. Was ist das für ein Lied? Irgendein Song von Dieter Bohlen bestimmt. Genau, mit vier Tönen, ne? Ja. Da 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 da. Das ist aber nicht Dieter Bohlen, das waren die Wenger Boys, oder? Ich weiß. Ich schwöre mich ein bisschen, dass mir das jetzt... Achso, ich habe doch eben auch fertig gedrückt, Mann. So. Du machst gar nichts. Nee, ich mache nichts. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich gerade auf dieses Lied kam, aber... Es ist einfach schön. Ich werde zu diesem Lied heiraten. Oder es wird meine Beerdigungs... mein Beerdigungslied. Ich würde eher sagen für die Beerdigung, weil bei der anderen Sache können zwei Leute mitreden, ne? Bei mir nicht. Wenn ich heirate, da redet nur einer mit. Achso. Was mache ich denn jetzt mal hier? Hm. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Das war's. Spielst du auf Deutsch oder auf Englisch? Ich spiele auf Deutsch. Ah, okay. Es war ja anfangs, die Closed Beta war ja noch auf Englisch und dann irgendwann ist sie Deutsch geworden und dann war ich zu faul, das irgendwie umzuändern. So ganz richtig kann das nicht sein, weil ich habe die Closed Beta gespielt und bei mir war es von Anfang an auf Deutsch. Okay, dann bin ich vielleicht früher in die Closed Beta gekommen, ich weiß es nicht. Ja, das kann sein, bei mir war das recht spät. Ich habe den Key geschenkt von einem Abonnenten. War sehr nett. Ja? Ja. Das ist wirklich nett. Ja, hat er eigentlich... Kann der zweimal angreifen? Nein. Ich dachte schon. Nee, aber ich finde es gut, dass ich mir deine Karte nicht durchgelesen habe. Aber ist ja egal. Ja. Ist ja kein Problem. Ich gewinne trotzdem. Das dachte ich gerade auch. Das ist das Problem, wenn ich habe halt keine Ahnung von diesen Karten, die man sonst nur, die man nur über die Pakete bekommt. Davon habe ich halt, ich habe so Standardkarten, da geht's so, aber... Sonst? Hä? Wieso ist denn jetzt wieder? Was soll das denn? Achso, natürlich. Ist doch logisch. Der ist ja jetzt nicht mehr verletzt und deswegen geht's jetzt wieder gut. Jetzt ist er happy. Jetzt ist er nicht mehr wütend. Ich kotze. Du nur. Ehrlich, ganz was soll das denn? Mann. Jetzt habe ich ja irgendwie nichts gewonnen, ne? Nee, das, doch. Aber ich. Ja, toll. Klasse Sache. Finde ich auch. Ich dachte, das bleibt für immer. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber siehste, haben wir wieder was gelernt. Siehst du machst einen Fehler, der gleicht sich gleich wieder aus. Kacke. So, was machen wir jetzt? Ist jetzt blöd eigentlich, muss ich sagen. Hast du nichts mehr? Ich kann eine Karte ausspielen, aber da würde ich... Nö. Darf ich dich fragen, auf welcher Stufe dein Priester ist? Der ist auf... ich habe keine Ahnung. Steht hier leider dummerweise nicht. Ich weiß nicht. Müsste aber irgendwie, keine Ahnung, bestimmt kriege ich jetzt gerade die Kommentare und das Au
Bestimmt kriege ich jetzt gerade die Kommentare und das Video. Das hat schon. Ich wollte gerade sagen, dass das schon wieder nicht funktioniert hat, das wäre ja doof. Er müsste aber irgendwie so 20 sein oder irgendwie sowas. Ich dachte, es geht nur bis Stufe 10. Nee. Bis Stufe 10 bekommt man Freischaltungen und dann geht's aber trotzdem noch weiter. Ah, ich habe immer nur bis Stufe 10 gespielt. Also ich habe jetzt den Magier hochgelevelt und den Druiden auf 10 und dann habe ich gesagt, als nächstes mache ich den Priester. Okay. Priester ist eine ganz gute Klasse, die ist sehr stark. Ja, ich bin eh ein Priester-Fan. Ich habe in WoW immer Priester gespielt. Warst du da Heiler oder eher Heiler. Also Shadow oder so? Ich wollte mal Disziplin spielen, aber das war zu Zeiten von Burning Crusade, da war das noch nicht so toll. Und Also ich vertrat ja immer die die Meinung, dass du musst übrigens auch fertig klicken. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ich vertrat immer die Meinung, dass theoretisch jede Klasse in jedem Skill gut ist, wenn der Spieler eben dementsprechend gut ist. Und das hat meistens auch funktioniert. Ja, aber ich war nicht so der aktive das aktive Raid-Mitglied. Ach so. Und habe dann nicht dementsprechend Ausrüstung gehabt und hatte dann immer Mana-Probleme. Okay. Und dann habe ich halt lieber Holy Priest gespielt. Das verstehe ich. Aber ich habe auch zwei Priester gehabt. Fünf später. Also die sind immer noch da, um ehrlich zu sein. Ich habe am Anfang einen Krieger gespielt. Die Leute, die mein letztes Hearthstone-Video gesehen haben, die würde es jetzt langweilen, aber ist ja egal. Ich rede ja mit dir. So. Ja, erzähl mal. Mich blöden interessiert Arschlöcher. Das. Ich gucke mir deine Videos ja eh nicht an. Genau, siehst du? Und außerdem. Mein erster Charakter war ein Krieger, ein Off-Krieger. Und damals in den Anfangszeiten, zu klassischen WoW-Zeiten, da waren Off-Krieger so als. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Die können nichts verschrien. Und, aber ich konnte halt doch was und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich später einen Elementarschamanen gespielt und der war auch nicht allzu stark verschrien und dann habe ich mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt und war halt wieder recht gut und es war immer schön. Ich hatte immer sehr viel Spaß daran, dich so auf eine Klasse zu konzentrieren? Genau, und dann halt gerade herauszufinden, wie man die Klasse doch gut machen könnte. Weil viele haben das ja irgendwie dann nicht, die waren einfach zu faul, die Leute. Ging mir aber ähnlich. Also ich habe ja am Anfang, also ich habe mit Burning Crusade angefangen, mit dem Priester. Und habe den dann auch gelevelt, bis auf Stufe 70 war das, glaube ich, damals. Und was soll das denn? Entschuldigung. Du bist doch doof. Manu. Hör mal, ich will doch. Guck mal, was du dir da schon für eine Gang zusammengebaut hast, ja? Ja, du machst meine. Hättest du nicht eine schwächere Karte nehmen können? Nee. Naja, kann auf ich, jeden Fall. Das Gute ist, ich kann sie später jetzt nicht mehr nehmen. Ach, toll. Hast du nur einmal? Gut zu wissen. Waren das überhaupt nicht richtig geguckt? Nee, ich habe gesagt, ich kann diese Karte später nicht mehr nehmen. Wieso ist deine Schatten. Ach so, ich habe Schattenwort Schmerz, nur verstehe, okay. Ich habe dann später in Magier gespielt, danach eine untote Magierin und. Da habe ich auch sehr viel Spaß dran gehabt. Aber mehr so im PvP. Ja, Mann! PvP war ja nie so richtig was für mich, muss ich sagen. Nee, bei mir auch nicht so 100%. Ich war auch immer eher der Twinker, aber die Magierin hat halt da ein bisschen mehr Spaß gemacht. Okay. Ja, Mages waren halt seit eh und je eigentlich total OP. Bitte, bitte? Was habe ich denn jetzt hier noch? Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Okay. Dann rechne du mal. Ich überlege mal, was ich als nächstes mache. Was ihr wolle! Oha. Jetzt ist nicht so super viel Angriff, aber immerhin. Fertig. Aha. Ich glaube, du hast schon mehr Hearthstone gespielt als ich, oder? Also du solltest dich schämen, wenn ich dich besiegen sollte. Ich habe zwar schon vor langer Zeit an... Ich habe vielleicht insgesamt... Es klingelt bei mir. Das ist aber nur die Post. Der klingelt bei jedem. So. oder wie viel ist es? Es ist jetzt, warte. Da unten steht es ja sogar. 11.09. Nee, ja, das ist die Post. Alles klar. Alles gut. Du kannst ja eh nicht nackig an die Tür gehen, ne? Eben. So schnell könntest du dich nicht anziehen. Richtig. Vor allem, das tut ja auch weh, war, wenn es die ganze Zeit so schleift. was war denn gerade das Thema? Jetzt bin ich raus. Ist ja auch egal. Ich, wie lange du schon spielst. Frage mich, ob. Ach ja. Ich habe vielleicht insgesamt
Wie lange habe ich denn bisher gespielt? Wie viele Matches? Nicht so viele auf jeden Fall. Aber ich spiele bestimmt schon ein bisschen länger als du. Ich habe mich halt nie mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich habe halt einfach immer... Ich habe einfach immer gezockt. Ich habe mich immer hingesetzt und einfach losgelegt. Und okay. Eigentlich verliere ich halt immer. Insofern wäre das für mich jetzt nichts Schlimmes. Ich würde jetzt nicht weinen, wenn ich gegen dich verlieren würde. Kann auch gut verlieren. Tiger, bitte nicht am Mikro rubbeln. Okay, es ist gut. Jetzt weiß ich einigermaßen, was du auf... Also eigentlich nicht, aber jetzt weiß ich. Verstehst du? Was weißt du? Ich weiß was. Was denn? Dass ich ausgeschlafen bin. Haha. Ach so, ist klar. Oh Mann, der Kater hier, ne? Bitte jetzt nicht. Jetzt guckt er mich an, ein Ohr zurückgeklappt. So richtig kritisch. Manu. Die Drecksau muss immer weg. Die ist blöd. Nee. Also ich mag die auch. Ich finde die niedlich. Ich auch. Ich würde die sofort, da würde ich sofort sagen, ey, Schneckchen, wie sieht's denn aus? Würde ja. Sie sagen, nö, lieber nicht. Aber ich muss auch sagen, ich gucke ganz viel nach den Bildern, die da drauf sind. So. Also, wenn ich zwei Karten hätte, wo ich mich zwischen entscheiden müsste, würde ich immer die schönere nehmen. Okay. Bei mir ist es immer je nach Körbchengröße. Wir müssen den Sonnenbrunnen ist so lautern. Doof, ne? Ja. Die hat keine großen Körbchen. Das täuscht. Achso, das täuscht. Das ist die Uniform, die drückt da so platt, ne? Genau, richtig, ja. Was machen wir denn jetzt mal hier? Am besten irgendwas Gutes. Irgendwas, womit du mich richtig kaputt kloppen kannst. Ja, ich überlege gerade. Was wir machen, nehmt das! Ich glaube, das war ganz gut. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass ich verliere. Wie viel macht das? Allen Charakteren ist das wieder weg? Na gut, dann machen wir mal so. Oh, ich glaube, deine Karten sind jetzt weg. Ey! Ach, Mist. Muss ich noch eine Runde warten, oder was? Erst wenn er tot ist. Todesröcheln. Ach, Kacke. Wenn er stirbt. Ich habe gedacht, nach jeder Runde. Ja, nee. Ich habe extra jetzt nichts gesagt, weil ein bisschen muss ich ja auch ab und zu mal meinen Vorteil nutzen. Dass ich, wenn ich ja. mal mehr weiß, dann muss ich auch dann einfach mal schweigen. Na, immerhin habe ich eine Sportkarte liegen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Warte mal, du bist ein... Bin was? Eine sehr nette Frau bin ich, ja? Nee, ich habe hier gerade mit dem dicken, hässlichen Typen hier geredet. Ja, es ist schlimm, ne? Was bei mir da liegt, ist nichts Schönes. Nee, auf wirklich die Naga. Nicht. Die Naga findest du schön? Ich finde die Naga richtig cool, ja. Aber okay. Ich mag auch so Meerjungfrauen und sowas und die sagen davon. Mhm. Du bist ein komischer Mensch. Weiß. So, jetzt aber. Jetzt, lass ich mal kurz... Ich könnte jetzt ja theoretisch, wenn ich denn Lust hätte... Mich besiegen? Aber das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert doch. Lass mich mal überlegen. Doch, natürlich. Ist ja wunderbar. So. Jetzt machen wir so. Ist deine Karte weg? Ja, und deine dummerweise nicht. Fuck. Ich hab mich verrechnet. Naja. Mathe ist ein Arschloch, ne? Naja, ich war halt nie gut in Geografie. So, jetzt kann ich ja voll viel einsetzen hier, wenn ich will. Was habe ich denn? Ich trinke einfach mal einen Schluck Tee, wa? Mach mal. Ich rechne hier gerade. Moment. Hat jemand den Arzt gerufen? So. Du bist dran. Ach nee, noch nicht. Bevor ich das wieder vergesse, das geht ja auch. Das vergesse ich ganz oft. Dass ich das ja nicht nur auf meinen Helden anwenden kann. Das stimmt. Das ist echt ätzend. Und dann mache ich die Runde zu Ende und denke so, boah, scheiße, nee. Hättest du vielleicht noch gewonnen. Das Ding. Was ist denn eigentlich so deine Lieblingsrasse gewesen? Meine Lieblingsrasse? Ja, Rasse. Lieblingsrasse. Was heißt so? Ich weiß. Eigentlich hatte ich keine Lieblingsrasse. Ich fand sie irgendwie alle blöd. Wobei, ich fand Zwerge ganz cool. Also warst du mehr so der Allianzer? Ich war meistens mehr... Ich habe halt mit der Allianz angefangen irgendwann und dann habe ich halt nie gewechselt. Aber ich war nie so der so gesagt hat, Allianz ist geil, Horde ist scheiße, sondern hat sich halt einfach so ergeben. Ist bei mir aber ähnlich. Obwohl, also ich habe auf Horde-Seite angefangen, weil mein Ex-Freund damals halt auch Horde gespielt hat. Und war dann eine Blutelfe. Und dann wandelte als Blutelfe herum.
Oha, das ist immer ein sehr guter Vorteil im Raid. Ja, vor allen Dingen, also ich war eine von drei Mädels bei uns in der Gilde. Mhm. Konnte nichts, aber sie haben mich trotzdem immer mitgenommen, wenn ich wollte. Natürlich. Unfair, ne? Ja, es ist immer wieder. Aber es wird ja ständig geschrien, dass Frauen diskriminiert werden, wa? Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja, auf gewisse Art und Weise schon, aber also wir haben auf der anderen Seite auch wieder Vorteile. Also ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um ehrlich zu sein. Ja, So, was nehme ich hier noch? Ich bin gleich tot, ne? Das ist ja ein recht kurzes Match. Du stellst dich hier gerade nicht so gut an. Ja, Mann, ey, komm, es ist 5.43 Uhr oder sowas, ja? Genau, morgens. Und wie soll ich denn da fit sein? Also jetzt mehr ehrlich. Naja, auf jeden Fall war meine zweite Priesterin später dann auch auf Allianz-Seite. Okay. Muss ich sagen. Ich würde mich, glaube ich, auch nicht so festlegen, aber es gibt so ein paar Sachen, die mochte ich gar nicht so gerne. Zum Beispiel Tauren. Männliche. Die weiblichen fand ich ganz witzig. Die männlichen nicht so. Die waren jetzt so groß. Du sahst immer so aus, als wenn die so rumschleichen, ne? Da bist du gelaufen und du hattest das Gefühl, du läufst viel langsamer als alle anderen. Und Gnome mochte ich auch nicht so gerne. Und dann halt Goblins später, weil du die Rüstung nicht sehen konntest. Das war immer doof. Was legst du denn da jetzt so viel? Ich will halt irgendwie schon noch das ein bisschen hinauszögern hier. Wir unterhalten uns gerade so nett, weißt du, da muss man ja irgendwie sehen, dass man hier noch ein bisschen mehr aus dir herauskitzelt. Ja, ja. Hey, gib mir deine Mühe! So. Und jetzt. Bin gespannt. Also du hast nicht mehr viel Chancen zu gewinnen, ne? Danke, ich weiß. Mag ich mal so sagen. Aber ich bin auch gerne bereit, dir eine Revanche zu gönnen. Oh, das ist aber nett. Aber wenn du mir eine Revanche gönnst und ich dann gewinne, dann müssen wir noch ein drittes Spiel hinterher spielen, weil ansonsten haben wir keinen Sieger. Ja, vielleicht noch. Das können wir ja dann sehen. Ich bin gerne bereit. Du bist gern bereit? Ja, immer. Noch bist du nicht tot. Das ist korrekt. Wenn du jetzt hier so eine fiese Heilkarte hast, ich weiß nicht, was die Priester später kriegen, dann könntest du noch gewinnen. Ich habe keine fiese Heilkarte. Du könntest meine eine Spottkarte aussetzen momentan. Oh, du Arsch. Mindestens 5 Angriff. Richtig. Mist. Ja. Das ist eine fiese Karte. Gibt sie ab Stufe 10? Ich weiß nicht, ob wann es sie gibt. Kann gut sein. Das ist aber auf jeden Fall nicht so eine Karte, die man aus einem Paket kriegen muss. Nee. Ich spiele mit keiner Karte, die man aus einem Paket kriegen muss. Nee? Nee. Was machst du mit deinem Gold? Ich habe bisher immer meine Arena-Beitritte damit finanziert. Ach so. Und ich habe halt noch nicht so viel gespielt. Macht das Sinn, in die Arena zu gehen? Ich war da noch gar nicht. Ja, auf jeden Fall, klar. Erstmal ist es geil, also es ist viel interessanter, weil man halt nicht genau weiß, welches Deck mit welchem Deck man spielt, beziehungsweise es wird einem ja so mehr oder weniger vorgegeben. Wie? Kann man sich das nicht aussuchen? Na, du, ich denke gerade, während ich rede, deswegen dauert es so, ein bisschen. Ach so, tut mir leid, ja, mach einfach. Nee, auf jeden Fall, da musst du, da wirst da, du hast ja 30 Karten in deinem Deck, ne? 30? Ja. Ja. Und da werden dir dann immer Stufe, also 30 Mal werden dir drei unterschiedliche Karten gezeigt und dann kannst du eine davon auswählen. Sprich, du kannst es nicht so hundertprozentig bestimmen, was du da im Deck hast. Okay. Und deswegen ist es ganz interessant. Für die Gegner ist es aber halt genauso und dann kann man sich halt nicht ein ultimatives Deck zusammenstellen. Wo soll ich zuschlagen? Das war so anstrengend, ne? Da musst du deinen Kopf so viel machen, als du das da runtergezogen hast, beziehungsweise hoch den Angriff. Ja, nee, bei mir ist halt das Problem, wenn ich kann ja, verstehst du? Ja, Multitasking ist schwierig, ne? Ja, du würdest mich ja jetzt umbringen, ne? Quasi. Okay. Jetzt aber nicht. Und wenn ich jetzt noch... Jetzt bin ich gespannt. Ist jemand verletzt? Ich riskiere es einfach mal. Ja, vielleicht kannst du das Blatt noch wenden. Das ist bestimmt irgendeine Karte, die mich jetzt nackig macht. Es tut mir leid, ja. Das
gibt's doch nicht. Also, ne? Das ist echt gut gewesen. Was hast du denn noch gekriegt? Nö, nichts, aber ich hätte, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen hinauszögern können. Ein bisschen vielleicht. Ich bin jetzt Stufe 5. Ich fast bin Stufe 21. 6. Traurig, traurig, traurig. Ich werde jetzt mal was anderes nehmen. Muss dich wieder herausfordern dann, ne? Oder? Nee, du kannst jetzt einfach. Können wir jetzt einfach ein anderes aussuchen und dann weitermachen? Ja, richtig. Okay, dann mache ich das so. Jetzt was anderes genommen. Ich auch, bestimmt haben wir jetzt wieder die gleiche Klasse. Oh, bitte nicht. Das ist wie bei Stein, Schere, Papier, wenn du immer die gleichen Sachen machst. Ja. Das nervt. Nein? Guter, nicht das ist ein lahmer Arm davon. Mein bei dir ist das ein bisschen früher. Ja. Als du das gesagt hast, hat er bei mir noch gesucht. Es ist ja bei dir alles irgendwie mal später, auch Trials. Ach, ja. Ich hab mir. Noch 10 Sekunden. Du Mia, wir sind schon durch. Das verstehe ich nicht mal. Also wie kann das sein? Also da ist ja quasi dein Internet und dein Computer oder dein Computer ist so lang, dass die Zeit aus dem Internet nicht mal mehr korrekt bei deinem Monitor ankommt. Frag mich nicht, was da los ist. Ich habe mir letztens ein Video bei dir mal angeguckt, wo ihr sagt, Mia fliegt hier gerade bei mir durch den Bildschirm. Ja. Sieht ja so schön aus. Ja, das ist schon echt krass, ey. Da muss irgendwas bei dir wirklich kaputt sein. Und dein Computer ist irgendwie auch nicht in Ordnung. Ja, ist alles kaputt hier. In meinem Kopf fängt's an, ne? Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Das war mir schon klar. Ja, ich wollte es jetzt nochmal für alle klarstellen. Ich bin verrückt. Dass ich Mia gerade gedisst habe. Flame bitte direkt an mich. Ja, aber beim Paladin ehrlich gesagt nicht so die Ahnung. Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Wäre das vielleicht besser gewesen? Ich habe auch nicht viel mehr Ahnung, behaupte ich einfach mal. Ich habe letztens ja seit langer Zeit mal wieder gespielt und da habe ich dann einfach mal irgendeine Klasse ausgewählt und wusste gar nicht mehr, was ich so in den Decks drin hatte. Und, ja, das ist immer spannend. Es war tatsächlich sehr spannend. Na, ist der Herr wieder am Denken? Ja, entschuldige bitte. Spielst du eigentlich auch mal so viel an den auf der Karte rum? Ich spiele auch immer so viel an den auf der Karte rum, ja. Oh, du bist. Oh. Bitte dich. Nee, mache ich eigentlich nicht. Also ich spiele eigentlich recht wenig an der Karte rum. Hast du auch gerade Sturmwind als Karte? Was habe ich als Karte? Sturmwind? Nee. Was ist Sturmwind für eine Karte? Da sind so Häuser und unten rechts ist so ein Greif. Ach so! Die Karte meinst du? Als Thema. Ja, natürlich. Es ist immer das Gleiche. Ah, okay. Dann klick mal auf den Graf. Ich bin so blöd, ey. Ich guck mir meine Karten an. Was Sturm? Was meint die denn? Aber klar, ist natürlich. Ist so eine neue Special-Karte, ne? Krass, ey. Ja, ich finde das gut. Ich mache hier Sturm natürlich tatsächlich ganz gut, weil man das kaputt machen kann. Wobei ich Sturm. Sag mal, kann das sein, dass das neu ist? Was denn? Nee. Gerade hat oben links ist doch die Kirche, die Kathedrale, ne? Ja. Die hat. Sorry, doch gar nicht klar. Ich bin total fasziniert gerade davon. Dass man die Fenster kaputt machen kann? Nee, dass man die zum Läuten bringen kann. Echt? Wo? Ich kann nur die Fenster kaputt machen. Nee, du musst. Da ist doch oben das Sims, sag ich mal, oder die Kante. Und da ist dann die gelbliche Kante, ne? Vor den Ziegeln. Und klick mal da drauf. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Das war mir jetzt echt, also da. Leute, habt ihr jetzt wieder was gelernt? Das wusstet ihr bestimmt auch noch nicht. Endlich. Einfach so ein krasser Endlich Spiel. Mal was wichtig ist. Ja, wirklich. Du darfst doch immer nur Sachen kaputt zu machen. Jetzt muss ich hier mal nachdenken, Mann. Dann denk doch jetzt mal nach. Ich drücke mich ein bisschen um die Entscheidung. Ist kein Problem. Wie war denn eigentlich dein Wochenende? Mein Wochenende war sehr gut. Oh, bist du doof? Aber war gleichzeitig auch sehr anstrengend. Ich war ja in Berlin übers Wochenende, bin am Samstag gefahren und gestern Montag bin ich wieder zurück. Und es war anstrengend, weil ich eben seit letzten Donnerstag nur 6 Stunden geschlafen hatte und deswegen habe ich letzte Nacht auch 12 Stunden geschlafen. Du weißt es ja schon. Aber ja. Hast du mir nicht vorher gesagt, das ist wie Urlaub?
Es ist ja auch für die Urlaub für die Seele, weil das ist einfach schön mit den Freunden, mit Familie und so, das ist einfach traumhaft. Aber du hast uns gerade unterbewusst mitgeteilt, dass du da, wo du jetzt gerade bist, keine Freunde hast. Ist ja tatsächlich so, ja. Ach so. Ich habe halt eigentlich nirgends Freunde. Nur, es reicht halt nur für Berlin. Ich kann halt nur da, ich kann halt nicht überall Freunde finanzieren. Ja, okay. Das war's. Nee, du weißt schon, was ich meine. Nur um das festzustellen, ich kriege kein Geld von Basti. Ich rede auch so gerne mit dir. Ja, das wird sich noch ändern. Es dauert nicht mehr lang. Nee, es ist so, dass ich ja in Berlin aufgewachsen bin und deswegen habe ich da halt meine besten Freunde und das wird halt wohl auch für immer und ewig so bleiben. Weil man einfach, wenn man jung ist, dann hat man viel Zeit und trifft sich viel mit Freunden und so und da entstehen viel festere Freundschaften als später. Zumindest habe ich so den Eindruck. Ja, das stimmt allerdings. Obwohl, ich sagen muss, ich habe zum Beispiel aus den Leuten zu meinem Abi-Jahrgang gar nicht mehr so viel Kontakt. Also nur zu ganz wenigen, aber dann auch sehr guten. Genauso ist es bei weil mir das auch. Eben zusammenschweißt, was man da so, man entwickelt sich ja auch über die Jahre. Ja. Und kriegt vielleicht auch diese Entwicklung bei anderen Leuten mit und lernt sie dann mehr zu schätzen. Ja. Den Affen kenne ich damit gar nicht. Oder? Doch, den habe ich schon mal gesehen. Der Affe ist ganz gut eigentlich. Der kann, also hat zwar keinen Bums, aber der kann zumindest minimal was einstellen. Für den Anfang ist das eine gute Sportkarte, ne? Ja. Ich glaube, dieses Match könnte sich ein bisschen mehr hinziehen. Das kann sehr gut sein. Vor allem, da der blöde Druide sich ja so brutal hochheilen kann. Ja, kann er. Hat jemand den Arzt gerufen? Hat jemand den Arzt gerufen? Ja, genau. Und zwar für Uta. Denn Uta kann sich anscheinend nicht selber heilen. Nee, kann er nicht. Der ist Pala, der kann sich nicht heilen. Nee, der kann das nicht. Kann auch Gottesschild und sowas, kann alles der, nicht. Der ist nur rosa. Genau. Der hält in rosa Rüstung. Ich muss jetzt sagen, ich hatte dann irgendwann in WoW, ich hatte ja jede Klasse als Twink quasi. Ja, natürlich, wer hatte das nicht, ja. Wenn man jahrelang gespielt hat, ne? Genau, und der Pala, der hat mir eigentlich voll viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war da so ein bisschen enttäuscht, dass ich... Ja, vor allem beim ich, Twinken, weil ja, du rennst halt einfach durch, oh, ist mir alles egal, was da so kommt. Relativ am Anfang gespielt oder eher später? Nee, als es dann schon spät. Da gab es ja dann schon hier diese zufälligen Dungeons und so, ne? Da konntest du dich als Parler halt bei allem eintragen am Anfang, ne? Das ging richtig flott. Ja. Das stimmt. Hab ich auch gerne gemacht und alle haben Parlers gehasst. Was tue ich jetzt am besten? Jetzt mach doch mal was. Lass mich doch mal überlegen. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Das war's. Hast du wieder keine vernünftigen Karten? Doch, und ich hab ja unter meinen Hearthstone-Videos habe ich immer recht viele Zeiten drunter zu stehen. Von wegen 1 Minute 25, da hättest du sie schon fertig machen können, wenn du das und das und das und das und das gemacht hättest. Das ist aber nett. Ja, ja. Bei mir lassen die Leute das, weil sie gleich wissen, dass ich eh nicht verstehe. Ich verstehe das zwar, aber ich habe aufgegeben, mir das durchzulesen, weil man irgendwie nervt einen das dann auch irgendwie so ein bisschen, dass man... Also erstmal. Backseat Gaming? Erstmal. Und es nervt dann halt auch irgendwie. So zu sehen, dass man selber Fehler gemacht hat, genau. Die man auch selber sehen hätte können. Ne? Richtig. Und wenn ich mir das später nochmal angucke, dann sehe ich halt viele Dinge auch, aber. Währenddessen merkt man es manchmal nicht, ne? Wie gesagt, ich habe das auch ganz vorsichtig mit dem Priester, dass ich das Heilen vergessen habe. Weil ich dachte, ich kann nur nur mich selber heilen und hatte halt noch 30 Leben. Das war halt ja, gut, doof. Das ist dann aber nicht der Let's Play-Nebeneffekt, sondern das ist einfach Dummheit. Ah. Ah, du bist manchmal ganz schön gemein. Ich weiß. Aber wenn man mich ein bisschen kennt, dann weiß man, wie ich das meine. Ich kann das schon einschätzen. Aber manchmal sagst du das so... So ernst. Ja. So ohne Schmunzeln. Genau, wie das mit dem Kinn gestern. Achso. Ich war jetzt kurz, ich wusste kurz gar nicht mehr, was du meinst. Aber doch, ja, jetzt erinnere ich mich. Das wäre beeindruckend, wenn das ernsthaft kommt. Ich frage mich. Und ihr wisst alle nicht, wovon wir reden. Haha, das ist so schön. Mia und ich haben Insider und ihr auch bestimmt, aber
Ihr habt sogar bestimmt viel mehr Insider. Also zumindest die Zuschauer von mir, weil ich ja viel weniger Videos von dir geschaut habe. Ja. Würdest du dich eigentlich beschämen, ne, ganz ehrlich. Ja, nee, aber so einen Rotz kann ich mir einfach nicht länger antun. Jetzt kennen wir uns seit anderthalb Wochen. Jetzt sind wir ein bisschen. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, wir sind gerade mal bei einer Woche. Ich dachte, ich addiere ganz unauffällig so ein paar Tage. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ja, du hast so viele Karten, ne? Ja, aber wenn du meinen Gag sehen könntest, was ich da liegen habe. Ich kann gar nichts machen. Der Kernhund ist aber so ein Arschloch. Ja, ich weiß. Der wird gleich angreifen und macht Wumms. Leckt er dir einmal quer durchs Gesicht mit seiner Lava-Zunge. Voll geil. So. Würde er nicht machen. Ist doch doof. Du bist so doof. Ich mag mich manchmal ein bisschen. Dafür, zum Beispiel, das fand ich gerade cool von mir. Ja. Hatte ich aber, ich habe ja gestern Morgen ein bisschen aufgenommen, da hatte ich auch Szenen, wo ich dachte, boah, du bist richtig geil. Hatte ich so schöne Comics, da hatte ich manchmal Karten mit 16 Angriff oder so, das war echt cool. Vielleicht waren meine Gegenüber auch einfach mega schlecht. Das kann auch sein, ja. Für Nass. Kann nicht so viel machen, das ist total behindert, Mann. Was kann die denn? Nix. Was kann der denn? Auch nichts, ne? So. Herr Basti, ich glaube, Sie haben da gerade nichts mehr liegen. Stimmt, ich bin jetzt quasi entblößt. Ist ganz nackig. Ja. Aber. Nackidei. Ist nicht schlimm, kann man trotzdem nichts sehen. 6, 4, 2. Lass dich nach. Kommt davon, wenn der Bauch so tief hängt, ne? Ja, genau. Wieso hast du nur so viele davon? Ich mag die Stimme von den Gnomen nicht, die sind nervig. Was ihr wolle! Er hat irgendwas gesagt wie: gib mir einen Schraubenschlüssel oder sowas. Bogenlichtschraubenschlüssel. Ah, okay. Kennst du den Bogenlichtschraubenschlüssel nicht? Doch, ich hab das schon mal gehört. Ich hab hier auch immer zu liegen. Und wenn irgendwas kaputt ist in der Wohnung, dann klopfe ich einmal dagegen. Und dann ist es noch kaputter. Also, ich habe relativ viel Rüstung auf meinem Kerl jetzt. So viel hatte ich noch nicht. Ja. Ich hatte, glaube ich, schon mal 10 oder so. Echt? Ich habe das, sonst benutze ich das nicht so häufig. Ja, es ist zu früh für dich, ne? Du hast noch nicht so gut im Denken heute. Nee, tatsächlich nicht. Also es ist für mich auch echt hart gerade. Das ist ganz schön hinterfotzig von mir, das so früh herauszufordern. Ja, das ist wirklich. Wie kann man nur, jetzt ist mittlerweile 5 Uhr, nee, 6 Uhr 4 oder so. Wie kann man das nur machen? Ich finde das echt ganz schön assi. Als würde ich um 6.04 Uhr vorm PC sitzen, ganz ehrlich. Das letzte Mal, dass ich vor 8 aufgestanden ist bestimmt schon September gewesen. Wieso September? Weil ich da noch angestellt war. Achso. Da haben wir manchmal um 6 Uhr angefangen zu arbeiten. Was tun? Kannst ja gerade nicht so viel, ne? Deine Optionen sind ja sehr begrenzt. Würdest dich ärgern, wieder gegen mich zu verlieren? Nö. Ich habe kein Problem damit. Du weißt ja, dass du in Trials besser bist, ne? Außer beim Robrennen. Stimmt, beim Extreme Robbing bin ich nicht so der Profi. Aber wann wird dieses Video hier bei dir erscheinen? Oh Gott. Muss ich nachgucken, kann ich nicht sagen. Ich habe glaube ich 3 oder 4. Ja, dauert noch ein bisschen. Okay, dann haben die Leute, also theoretisch konnten sie das schon sehen, das Video, das Trials-Video. Ja, ganz sicher, weil es ja heute rauskommt. Ja, hätte sein können, dass du hier das schnell noch vorher, verstehst du? Genau, ich mache das jetzt sofort fertig und hau das dann raus. Ja, stimmt, das geht ja nicht. Dein Video, dein PC braucht ja jetzt erstmal wieder 2 Tage. Eben. Ich frage mich, siehst du eigentlich auch, dass das hochgeht dann? Was geht? Ja, ich sehe, dass es hoch. Nein. Nein. Wunderschön. Bei mir geht nichts hoch. Was mache ich denn? Das ist seit Jahren vorbei. Ist nichts mehr du zu machen. Alter Sack, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin total. Ah, Mann. Können ja alle nichts, ne? Und die haben auch nicht viel Angriff oder so.
so. Ich mache das jetzt einfach mal so, damit die Karten weg sind. Ja. Das wurde mir am Anfang auch immer eingebläut. Du musst erst mal dafür sorgen, dass die gegnerischen Diener weg sind. Okay. Das ist aber gut zu wissen. Ich glaube, mir hat das noch keiner gesagt. Es stimmt auch nicht immer. Also es gibt Situationen, wo das dann wieder nicht stimmt. Aber grundsätzlich ist das schon richtig. Ja, sonst kannst du die immer noch irgendwie pushen, ne? Genau. Genau. Also doppeltes Leben oder so ist echt fies. Ich glaube, das ist beim Priester, ne? Verdoppelt das Leben? Nee. Beim Parler. Parler habe ich noch nicht gespielt. Nee, doppelter Angriff war das. Doppeltes Leben hatte ich in meinem Priesterdeck auf jeden Fall drin. Vielleicht ist das auch eine normale Karte. Ja, klar, natürlich ist im Priesterdeck, das habe ich seit Monaten nicht mehr so gespielt, weil ich habe irgendwann mal, beim Priester war ich irgendwann mal so dreist und habe im Internet einfach Best Priest Deck Hearthstone eingegeben und dann haben die mir gesagt, so und so musst du dein Deck zusammenbauen. Das ist langweilig. Und dann verliere ich trotzdem immer. Das aber dann, also kann es ja nicht am Deck liegen. Nee, ich habe irgendwie ja bestimmt die falschen. Ich habe wieder einfach die falsche Seite erwischt. Das ist wieder die Trollseite, die extra für mich ins Leben gerufen wurde. Ich bin nie schuld. Ja, das ist immer so, dass das Spiel oder das Internet oder meine Abonnenten. Nee, natürlich nicht. Ich habe vier Leben hier. So. Gönne mir das jetzt einfach mal. Und damit wäre meine Runde schon wieder fertig. Guck mal, wie viele Mana-Kristalle ich rauswerfe. Ist das nicht traurig? Ich habe noch 7 übrig aus der Runde. Das hätte ich auch später einsetzen können, aber ich will jetzt dich erstmal. So, jetzt bist du endlich auch mal nackt. Jetzt. Was soll ich machen hier? Gott sei Dank ist die Facecam aus. Das will ja keiner sehen. Hearthstone. Genau. Wobei, da würde ich dann sehr schnell sehr nackt da sitzen. Das wäre nicht so gut für mich, glaube ich. Nee, wäre ja auch nichts Neues, ne? Nee, das stimmt auch nicht. Ja. Ich habe das Video meiner besten Freundin gezeigt. Als wir hier saßen am Samstag war das und Harry Potter geguckt haben. Ich habe das extra nur die zugeschickt, ja? Und du verteilst es wieder in deiner ganzen Nachbarschafts- und Freundschafts... Es geht genau. Gar nicht. Knastis Livestrip. Aufnahme. Ja. Ich frage mich, ob. Nur für mich. Du bist ganz schönes Flittchen, ne? Ganz ehrlich, so schnell, nach einer Woche schon. Ja, ich bin halt eine richtige Schlampe, muss man einfach mal so sagen. Aber kein Problem. Was tue ich? Ich hau den hier immer aus. Wir zur Seite. Das war's. Bereit, mein Herr. Nee, wir reden natürlich von einem YouTube-Video, was theoretisch jeder sehen kann. Ja. Oh, das musstest du jetzt nochmal festhalten. Ja, ja, natürlich. Nicht, dass ich garantiere dir, das haben ein paar Leute gerade geglaubt, dass ich dir irgendwelche komischen Videos zuschicke. Ich bin mir auch sicher, dass das viele Leute geglaubt haben. Mach ich jetzt hier. Halt den. Wenigstens, dass eine Karte weg ist. Und damit wäre ich auch schon wieder fertig. Das ist natürlich. Ja, ich krieg irgendwie keine schönen Karten, aber dafür müssen die ja dann später noch kommen, ne? Das stimmt allerdings, ja. Da ist was Wahres dran. Wohl, das ist jetzt schon echt viel. Warte mal, 12? 14? Schaden. Man kann hier voll den Beat draus machen. Aus was denn? Wenn du auf eine Karte draufklickst und dann wieder direkt einen Rechtsklick machst. Die machen ja mal... Hey, bei mir geht das nicht. Muss ich machen, wenn ich dran bin. Das ist bei manchen Karten nicht gut. Weil die ihren Satz sagen? Nee. So, okay. War das gerade bei den Knappen? Da genau, würde es sehr richtig. Gut passen. Sag mal, Wo soll ich zu schön. Wenn ihr darauf besteht. So, jetzt habe ich noch ganze 6 Kristalle übrig und kann damit nichts machen. Ja, so geht's mir schon die letzten 5 Runden. Mist. Ich mach dich jetzt nackig, wenn du nichts tust, ne? Ach so, ach doch. Ja, ja, ich merk's gerade. Ich überlege gerade, wo macht's denn am meisten Sinn? Ach schön, ich krieg ja nur eine Karte dazu.
Ja, aber du machst mich nicht nackig. Nee, jetzt nicht mehr. Die beiden Karten haben. Jetzt hast du dir gerade schnell wieder eine Hose angezogen, ey. Ja, ernsthaft. Die beiden Karten habe ich die ganze Zeit schon auf der Hand gehabt. Hier, die das doofe Anregen und diese Heilung. Mhm. Und ich dachte, ich hebe sie mir nochmal auf für später. Und ich hatte vergessen, dass ich bei der einen Karte noch eine Karte dazu kriege. Das ist ganz gut. Jetzt habe ich immerhin mal eine Karte in der Hand. Scheiße, Mann. Jetzt gehe ich schon mit 8 Kristallen aus der Runde, ey. Das ist echt ein bisschen ätzend. Aber jetzt mache ich dich wirklich nackig. Wobei die bei mir alle nur 1 bis 2 oder der eine hat nur 4 Leben. Du bräuchtest halt jetzt eine Karte, aber ich glaube, die gibt's als ich habe keine AOE-Karte, nee. Ja. Das ist blöd. Ich lege jetzt einfach mal beides, damit es nicht so hilflos aussieht. Der Frostwolf klar. Oh, ich hätte mal rechnen können. Nee, es hätte auch mit dem Dings nicht geholfen. Ich bin dann jetzt fertig. Fix und fertig, würde ich mal behaupten. Ach, der ist ja cool. Der ist richtig cool, ja. Das ist sogar einer aus einem Paket. So, lass mich mal kurz überlegen. Du brauchst 10. Das wären die. Dann könnte ich hier mit... Nimm doch einfach irgendwelche. Willst nee, ich habe gerade überlegt, ob ich erstmal deine Karten nochmal komplett töten kann, bevor ich... Achso, fürs Ego, ne? Damit ich dich richtig demütigen kann, aber es geht leider nicht. Oh, da stehe ich noch drauf. Damit tust du mir ja nur was Gutes. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich bin einfach so ein guter Typ, ey. Das ist so krass. Manchmal liebe ich mich ein bisschen. Mhm. Aber auch nur manchmal. Aber meine Psychiaterin hat gesagt, das soll man sich manchmal auch aktiv vor Augen holen, dass man sich auch manchmal gern hat. Dass man einfach ein guter Mensch ist, ne? Ja, genau. Ich will jetzt gewinnen. Willst du direkt nochmal? Ja, ich möchte jetzt, du hast doch gesagt, wenn einer, wenn jeweils einer gewinnt, dann... Oh, ich habe heiliges Licht, habe ich jetzt bekommen, die Karte. Stellt 6 Leben wieder her. Siehst du, mit Rang 15 bekommt man nochmal eine Karte. Oh, Mist. Da muss ich aber doch nochmal weiter. Ich weiß nicht, ich hab nicht so richtig Ahnung. Es kann sein, dass man einfach alle 5 Karten. Nee. Nee. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja. So. Hör dir doch eh nicht zu. Das ist gut. Warte mal, du hast doch vorhin gesagt, welche Klassen du schon gespielt hast. Ja. Hexenmeister war, glaube ich, noch dabei, oder? Magier und Hexenmeister waren's. Ja. Sehr gespannt, was du genommen hast. Verlierer, jetzt dürftest Gelder, du meins schon sehen. Ja, ich dürfte auch jetzt verlieren. Das Licht wird den Sieg bringen. Ha. Auf den es wäre egal gewesen, ob du gewusst hättest, was ich gesagt habe. Denn ich habe wieder den Priester genommen. Den muss ich eh noch leveln. Was nehme ich denn jetzt hier raus? Ich finde es gut, dass ich jedes Mal als zweites dran bin. Weil an und für sich bin ich lieber als zweites dran. Nee, am Anfang war ich als zweites dran, glaube ich. Ist oder? Das so? Nee, ich glaube nicht. Ja, doch. Nee. Doch. Nee. Ein Schuss. Pum. Ein. Das kann ich was direkt richtig so kann. Los, ja, natürlich. Das muss auch wehtun, die Rache. Du bist ja ein ganz schönes Schneckchen da, ne? Das ist cool, lecker. Oder? Ja, ich auch. Also, den Anuin finde ich ja ganz schön hässlich, muss ich zugeben. Ich hab schon überlegt, ob ich da so ein Poster drüber mache, wenn ich den spiele. Das ist halt so ein kleiner Junge, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich weiß bei dem gar nicht, was der ja so für Story hat. Da man ja nicht irgendwie... Nee, wobei, ich lasse es. Ich wollte gerade was... Na komm, sag schon. Nee, ich wollte gerade was mehr oder weniger nicht Politisches sagen, aber etwas Gesellschaftskritisches. Ach so, nee. Oder auch nicht Gesellschaftskritisches, aber das ist... Hab bloß keine Ecken und Kanten. Nee, das darf man nicht haben. Das geht gar nicht. Mach ihn jetzt. Ich hatte aber bisher, obwohl ich ab und zu mal irgendwie was, wenn auch witzhaft, zu Religion oder irgendwie sowas gesagt habe, hatte ich bisher noch nie Religionsdiskussionen unter meinen Videos. Das ist recht überraschend, muss ich sagen. Echt? Ja. Ich bin da auch sehr kritisch, muss ich sagen. Ich habe das schon oft gemacht. Ja, das ist halt, teilweise können da aber richtig hässliche Diskussionen entstehen, gerade wenn es um Religion geht. Das ist ja... Ja, ich weiß. Aber das kennt man ja aus der Welt, ne? Da entstehen ja auch die größten Probleme durch Religion. Und damit haben wir auch wieder so eine Aussage getroffen. Potenzial, dass hier jetzt irgendwie was unter diesem Video passiert. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Du legst es aber auch drauf an. Ja. Warte, ich hau noch ein bisschen was raus. Frauen werden benachteiligt. In allen Lebenslagen. Lebenslagen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Ja, da kann ich dir nicht zustimmen. Ich finde ja eher, dass Männer mittlerweile benachteiligt werden.
Du fühlst dich ja nur verletzt, weil du eben einmal verloren hast. Hatte ja, das meine ich zum Beispiel. Weißt du, ich werde doch schon allein dadurch benachteiligt, dass ich ein Mann bin. Und das jetzt hier. Du verstehst, was ich meine. Ich meine, ich werde doch jetzt zum Beispiel die ganze Zeit von Valera abgelenkt. Weil ich ein Mann bin. Hat jemand den Arzt gerufen? Guck mal, wie nett ich bin. Ah, du hast mir gar nichts, du hast mir nichts gegeben, das ist voll lieb. Doch, ein Effekt, ein Lichteffekt. Boah. Meinst du, ich heile dich hier oder was? Ganz ehrlich, so weit kommt's noch. Na, wenn du dann trotzdem gewinnst, dann hättest du richtig Skill. Ja, das stimmt. Aber dann müsste Valera vorher ihr Kostümchen da ausziehen. Dann würde ich das vielleicht mal machen. Ach so? Okay. Oh, jetzt werden die ersten Gerüchte in die Welt gesetzt. Mia Maus ist lesbisch. Ja. Bist du doch, oder? Ich sage dazu nichts. Also bei mir war das so, als ich mit Mia das allererste Mal geredet habe, da hat sie sofort am Anfang gesagt, ey, damit keine Missverständnisse entstehen, ich bin lesbisch. Ja, natürlich. Genau so war das. Du bist halt. Weil das allererste Mal auch nicht in der Trials-Aufnahme war, ne? Na, ja, das hast du so in die Gruppe geschmissen. Ach so, natürlich. Ist weil, auch nicht immer. Ja, das immer. Das sind halt die Power-Lesben, die dir das dann auch immer sofort hinaustragen müssen. Mhm. Also, dass sie lesbisch sind. Immer so. Ja. Und ich komme dann immer rein ins CS und das Erste, was ich sage, hey, ich bin lesbisch. Ach, übrigens, mein Schwanz ist so und so lang. Ja, genau. Das, und dann sind halt alle Männer ruhig, wegen der Länge des Schwanzes. Ich muss mich mal wieder rasieren, ne? Im Gesicht. Ja, ist klar. Das ist voll doof. Ich habe richtig gute Karten, aber irgendwie... Mag die nicht zusammen? Nee. Wahrscheinlich jetzt mein Tod. Ich bin da nicht so sicher. Los. Was hat das eigentlich mit dem Dolch auf sich? Das habe ich noch nie verstanden mit diesen Waffen. Na, ich kann mir eine Waffe jetzt anlegen und links steht, wie viel Angriffskraft sie hat und rechts steht, wie oft ich das machen kann. Also wie viele Runden. Zweimal quasi jetzt mit der dann. Genau, nächste Runde kann ich es dann nochmal. Okay. Und bei den Waffen ist es aber auch teilweise so, dass die Klassen, die Waffen haben, die können auch ihre Waffen buffen. Ah, okay. Und dann hat die Waffe quasi dann plötzlich 5 Angriff oder irgendwie sowas. Mhm. Insofern, ja, ich komme damit nicht so richtig klar. Andere Leute können da richtig gut mitspielen mit den Waffen, aber ich komme, keine Ahnung. Benötigt ihr einen Segen? Benötigt ihr einen Segen? Genau, ich finde die Karte richtig toll, ich mag die gerne. Vor allem das Bild finde ich bei der jungen Priesterin richtig klasse, muss ich sagen. Aber ich mag auch blau gerne. Ich finde, die ist nicht so schön, also so auf den ersten Blick ist die ganz schön, die Karte, aber im Gesicht finde ich die ein bisschen bratzig. Das soll so sein. Das sind die Effekte. Das ist ihr Zauber. Ah, okay, ihr Zauber. Mich hat sie schon verzaubert, dich nicht? Nee. Nee? Nee, nee. Ist nicht so einfach, ne? Du brauchst ja hier so einen Sturmsoldaten. Was soll denn das jetzt heißen? Na, komm hier. Ja. Bärtige Männer sind du bist lesbisch, gut. Du bist lesbisch, ich bin schwul. Ja. Deswegen kommen wir auch so gut miteinander klar, weil da halt absolut nichts Sexuelles dabei ist. Mann, ich muss lachen, das ist irgendwie doof. Ich muss meine Mundwinkel gerade runterziehen mit den Händen. Das hat man auch ein bisschen bei dem gehört. Was tue ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Frage ich mich jetzt auch. Sterben vielleicht. Ich habe 5... Verleiht am Ende zu einem feindlichen plus. Ich frage mich, ob. Da bin ich dagegen. Ey. Meine schöne Karte. Ja, tut mir leid. Ich hätte sie ja liegen lassen, wenn ich nicht so eine blöde Fähigkeit hätte. Aber es war mir einfach unsympathisch. So, die jetzt hat 3 Leben, die Frau. Ich kann jetzt natürlich, wenn ich möchte. Zu den Waffen! Los geht's! Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich habe ganz schön gute. Ich ziehe gerade ganz schön gute Karten, muss ich sagen. Ich habe echt ganz gut Glück, ja. Aber es liegt nicht an dir, wenn du jetzt verlierst. Nee. Es liegt an mir, ich bin einfach zu gut. Was soll denn das? Das ist doch jetzt ein Witz. Weißt du, welche Karte ich gekriegt habe? Warte mal. Gedankensicht. Kopiert eine zufällige... Achso. Mhm, du hast... Warte, ich sag's dir.
die tödliches Gift. Ja, total toll. Was soll denn das? Geht hinter vor mir allem. Deckung. Ja. Da drei von den fünf Karten. Eigentlich, also vier hättest du gut gebrauchen können, wären ganz gut gewesen. Und drei von den fünf Karten sind richtig gut gewesen. Toll. Moment, vier von den Karten, dann sind wir bei sieben und eine muss ja schlecht sein, die ich habe. Wie viele versteckte Karten hast du denn unterm Tisch? Nee. Ja, nee, also die eine war eine Spottkarte, die hättest du halt auch gebrauchen können. Und, aber die anderen drei, neben der, die du gezogen hast, die sind richtig gut. Also das wäre, ui, ui, ui. Ja, manchmal hat man ein bisschen Pech. Scheiße. Passiert. Ja. Mach jetzt mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich muss mich auch mal frühstücken. Ich habe richtig Bauchweh vor Hunger. Oh, das ist aber nicht gut. Nee. Aber ich bin auch eigentlich kein Frühstückstyp und ich habe auch nichts da außer Toast. Ohne alles. Salz könnte ich auch machen. Ja, kannst du, da du Salz ja auch so einfach mal isst, kannst du es doch gut. Ich habe früher aber auch ab und zu mal einfach Butter und dann Salz drauf. Das ist ganz lecker. Ja, kenne ich. So, was machen wir denn jetzt mal hier? Ja, doof. Ja, ich bin ein bisschen... Ich hätte gern 8. Wäre schön. 8 Karten hättest du gern? Oder ja, wäre... Kristalle. Nee, 8 Kristalle. Dann machen wir wenigstens das. Damit wir das alles ein bisschen hinauszögern. Naja, das kann alles noch gewonnen werden. Ja, natürlich kann das noch gewonnen werden. Ich muss nur die richtigen Karten kriegen jetzt. Richtig. Ne? Was, kann man Karten wegschmeißen? Natürlich, es gibt, möchte ich gerne nicht auf der Hand haben. Nachher kriege ich keine Karte mehr, wenn meine Hand voll ist und... Kann man leider nicht. Das ist ja doof. Wie kann man so viel Pech haben? Aber ich bin ja eh so ein, so wie sagt man, Pechente? Vogel? Pechhase, Pechvogel. Pechente, ja. Du bist so ein Pechamsel. Oh Mann. Pechmeise? Ja. Pechkuckuck, Pechrabe, Pech. So viele Möglichkeiten. Wer kennt mehr Vogelnamen? Ich. Nee, ich glaube, ich kenne mehr Vogelnamen. Ganz sicher? Ja. Ich hab's. Was Vögel angeht, habe ich schon ganz. Ich wollte sagen, hast du Vögel. Was Vögeln angeht, habe ich schon ganz schön drauf. Ey. So, jetzt konzentriere dich mal bitte. Ich mache ja gar nichts. Ich begutachte nur deine Schurken gerade. Was soll das denn? Ich kann das halt so trotzdem gemein. Noch nicht Schluss machen hier mit dir. Nee, natürlich kannst du das noch nicht. Willst auch gar nicht. Ja, stimmt, außerdem machst du ja Schluss, wenn dann. Ja. Das macht eine Lesbe macht immer selbst Schluss. Mit ihren Männern. Ja. Ich frage mich. Das Dingo. Ja. Oh Mann. Mann. Hey, Feind. Nee. Mist, ich krieg die ja nicht weg, die Kleine da, wa? Nee. 1, 2, 6. Los geht's. Dann darf sie einfach mal leben. Du bist auch doof. Kannst du nicht rechnen, oder was? Wieso? Natürlich hättest du die weggekriegt. Die hat nur 5 Leben. Ja, ich weiß, aber dann wären ja alle meine Karten weg gewesen. Alle meine Diener. Ja. Nee, stimmt nicht. 2 wären weg gewesen, aber allein die wären mir schon zu viel gewesen. Kennst du es manchmal, dass man so sein Video aufnimmt? Und dann redet man, oder dann macht man halt irgendwas in dem Spiel und dann hat man das Gefühl, als ob man, bevor man diesen Spielzug gemacht hat, oder was man auch immer da gerade gemacht hat, und dann hat man das Gefühl, dass man davor irgendwie einen Gedanken begonnen hat, den aber nicht zu Ende ausgesprochen hat. Ja, habe ich ganz häufig. Ja, ich denke dann immer, scheiße, irgendwas hast du doch gesagt, aber irgendwie... Mhm. Aber es ist auch doof, wenn du dann mit dem anderen Thema anfängst und... Also du hast Thema A, brichst das bei der Hälfte ab, machst dann Thema B, dann fertig und dann fängst du mit Thema A wieder an. Ist total verwirrend, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber naja, wenn Thema B spielbezogen ist und Thema A nicht, dann geht's noch, glaube ich. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe teilweise noch das Problem, dass ich einfach, um Thema A zu erklären, schiebe ich Thema B ein, komme dann zu Thema C
und dann wieder zu Thema A. Und das ist ein bisschen doof. Sind wir ein bisschen verwirrt manchmal? Ich bin grundsätzlich verwirrt. Das kommt vom Alter. Ach so, ja, stimmt. Wie alt bist du? 63? Ja. 63er Jahrgang bin ich. Also nicht ganz so alt. Was war das für eine Fähigkeit, die wir auch kennen? Das ist eine Karte, die fügt den benachbarten Karten den jeweiligen Schaden zu, den diese mittlere Karte macht. Das ist aber scheiße. Na, ich habe eh schon verloren. Dabei habe ich eben gerade kam das, was ich gerne früher hätte machen wollen mit den Karten. Also ich hätte ja drei ganz gute Karten liegen. Wieso vernichtest du mich denn nicht einfach? Ich will einfach noch ein bisschen spielen. Ach so, okay. Einfach schön. So, drei Schaden kann ich machen. Geht. Na, noch ein bisschen Salz. Komm, dann sieht es auch nicht so schlimm aus jetzt für dich. Hey, gib mir eine Minute. Ich möchte einfach alles ausspielen, was ich noch spielen kann. Jetzt One-on-One. Nee, stimmt, ging ja gar nicht. Schade. So. Sag mal, nach dem Modus Best of Three, wer hätte denn da jetzt gewonnen? Erzähl doch mal. Basti hätte gewonnen. Das ist vollkommen richtig. Das reibt doch Salz in die Wunde, ganz ehrlich. Aber immerhin habe ich eine Karte gekriegt. Oh, stimmt. Ich habe nicht gelesen, was es war. Zweimal sogar. Heilige Nova. Fürs Verlieren. Heilige Nova? Ja. Ich will mal kurz gucken, was ist denn das? Wo ist das denn? Ich hätte gern Priester. Heilige Nova. Ich glaube, während du da machst, kaufe ich mir einfach mal noch eine Packung. Mach mal. Jetzt, so. Du gibst dafür Geld aus? Nee, ich habe doch Gold. Dann was bist du für ein Bonze? So, und jetzt, durch dich werde ich jetzt mega Glück haben, wetten? Wenn es tatsächlich so ist, dann musst du immer anwesend sein. Ich drücke dir alle meine Daumenfinger und Zehen und meine Nase. Viel Glück. Fängst du auch immer erst mit den Karten an, die keine Farbe haben? Ich habe tatsächlich meine erste legendäre Karte bekommen jetzt gerade. Oh, ich habe es gesehen, da unten kam eine Nachricht. Fügt am Ende eures Zuges allen anderen Charakteren zwei Schaden zu. Ja, toll, ist ja ganz toll. Ich hatte die in dem Match. Noch eine! Das kann doch nicht wahr sein! Was machst du, wie gemein ist das? Was macht Ned Peggle? Den kenne ich nicht. Die andere Karte hatte schon mal jemand. Am Ende eures Zuges besteht eine Chance von 50%, dass ihr eine Karte zieht. In jedem Zug, das ist ja geil. Alter. Einfach mal so. Aber der hat leider nur vier Leben. Hast du ein Glück. Krass, ey, du bist echt. Also, wie gesagt, ich werde dich dann zwischenzeitlich mal einfach anquatschen. Ey, komm mal schnell, ich muss ein Paket öffnen. Du glücklich, ja, ganz ehrlich. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das gönne ich dir jetzt aber. Mhm. Ich habe noch keine legendäre Karte. Das Raste, was bei mir ist, das ist rar. Blau-rar halt. Hm. Selten. War nicht so toll. Ich vergesse bestimmt jetzt die legendären Karten irgendwie in meine Decks einzubauen. Insofern ist das gar nicht so schlimm. Ich auch. Na gut. Es war schön. Es hat Spaß gemacht. Ja, ich gratuliere dir zu deinem Gewinn. Vielen Dank. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich gewinne. Du kamst mir so souverän vor. Ich auch nicht, aber ich kenne ja mein Glück. Das ist meistens nicht sehr hold. Ach was. Mag mich nicht. Du hast es einfach nicht drauf, das liegt nicht am Glück. Aber es war ja für mich schon Glück genug, dass ich jetzt diesen Vormittag mit dir reden durfte. Wollte ich auch gerade sagen. Es gilt aber auch andersherum. Na, immerhin. Also wir haben jetzt beide quasi was davon. Genau, ich mache mir jetzt erstmal Frühstück, es ist ja fast 12. Nee, jetzt ist gerade 6:30. Achso, bei dir ist es so. Gerade. Na, okay, dann geh nochmal ins Bett, ne? Ja, ich glaube. Jetzt, nachdem ich dich geweckt habe, kannst du jetzt wieder Schlafsachen anziehen, nachdem du die ganze Zeit hier nackig saßt. Ja, stimmt. Und wieder ins Bett gehen. Das mache ich. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Und unseren Zuschauern natürlich auch. Ja, wünsche ich euch auch. Und bis bald. Tirili.